Heute geht es wieder mal um das Canvas Tag. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video-Tutorial. Heute geht es darum, wie wir mit dem Canvas Tag, mit dem wir schon einiges gemacht haben, mehrere Elemente gleichzeitig bewegen lassen können. Das letzte Mal, als wir mit Canvas gearbeitet haben, haben wir im Prinzip dafür gesorgt, dass wir einen Kreis bewegen können. Allerdings geht es heute darum, wie wir mehrere Kreise unabhängig voneinander bewegen können. Das heißt, wir können Kreise hinzufügen und Kreise wieder wegnehmen, unabhängig davon, ob der Canvas gerade animiert wird, die Seite geladen ist oder ähnliches. Das ist eines der wichtigsten Basiselemente, um Canvas wirklich nutzen zu können für verschiedene Sachen, und deswegen sollten wir das auf jeden Fall lernen und wir legen jetzt auch gleich direkt los. Allerdings vorneweg, unten in der Videobeschreibung, ganz oben, findet ihr einen Link zu Discord. Das ist ein Server, auf dem mittlerweile über 800 Leute sind. Schaut dort einfach mal vorbei, wenn ihr Fragen zu diesem Video habt, wenn ihr Fragen zu euren Projekten habt oder wenn ihr einfach Lust habt, anderen zu helfen. Deswegen unten auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ansonsten geht es jetzt los, viel Spaß, auf geht's! So, und los geht's mit unserem neuen Video. Wie ihr seht, bounced hier schon unser kleiner Ball durch die Gegend. Der eine oder andere wird es aus einem Vorgängervideo schon kennen. Und alle, die sich fragen, was das hier für Code ist, bitte klickt unten in der Videobeschreibung erst auf das Video, auf dem dieses Video basiert. Es gibt einen Part 1 sozusagen, in dem ich das alles schon mal so ein bisschen anreiße. Und ich werde ja zu diesem Code bzw. zu der grundlegenden Funktionsweise von einem Canvas nichts mehr sagen, weil dieses Video eigentlich alles klärt und daher im Prinzip als Grundlage hierfür dient. Wir werden diesen Code jetzt einfach verändern und unser Ziel ist es, mehrere Objekte unabhängig voneinander im Prinzip auf dem Canvas zu erschaffen und sich bewegen zu lassen. Das Ganze sieht dann etwa so aus. Es sind hier im Prinzip Elemente, die fliegen so ein bisschen durch die Gegend. Ich kann hier klicken und in dem Moment, wo ich klicke, kommen im Prinzip neue Elemente hinzu, die allerdings weiterfliegen und sich verändern und irgendwas machen, in der Gegend rumschweben mehr oder weniger, ohne dass es die anderen Elemente stört oder ich den Canvas neu laden muss. Was heißt, das ist heute unser Ziel und das geht sehr tief in die projektorientierte Programmierung, nennt sich das Ganze, und ist extrem praktisch, weil es wirklich als Grundlage für, ich sag mal, 90% aller Canvas-Objekte, also Projekte im Prinzip dient. Aber unser sieht, wie gesagt, aktuell noch nicht ganz so schön aus und das räumen wir jetzt erstmal ein bisschen auf. Als erstes nehmen wir mal diese Variablenzeile hier und schreiben die mit hier oben hin. Das nächste, was wir machen, ist auch diese Zeile hier rauszulöschen, unseren Request Animation Frame ganz nach unten zu setzen und hier oben etwas Neues hinzuschreiben. Und zwar schreiben wir hier eine kleine Funktion hin, die kopiere ich jetzt einfach mal. Und ich sage im Prinzip zu Beginn jedes Draws, also in dem Moment, wo praktisch unser Canvas neu geladen wird, was 60 Mal pro Sekunde passiert, soll in diesem Moment der Canvas einmal geclearet werden. Dazu sage ich x, y, 0, also der obere Punkt. Und hier unten praktisch die maximale Weite und die maximale Höhe. Das Ganze speichere ich jetzt ab, aktualisiere und ihr seht, der Punkt fliegt jetzt einfach ein bisschen sauberer durch die Gegend, ohne so eine Spur zu hinterlassen. Das nächste, was wir jetzt machen müssen, ist uns zu überlegen, wie können wir jetzt mehrere dieser Punkte erschaffen. Prinzipiell könnte ich jetzt einfach sagen, okay, wir erschaffen jetzt ein zweites Variablen-Set, nennen das Ganze Variable 1, 1, 1, 1, 1. Und machen im Prinzip hier einfach diese ganze Funktion, beziehungsweise diese ganze Funktion hier ein zweites Mal und ändere hier über die Variablen. Jeder, der ein bisschen nachdenkt, ist nicht ganz so clever, weil wir wiederholen uns selbst. Das verstößt an sich schon gegen eine Programmiergrundlage. Man sollte sich niemals wiederholen. Und es ist einfach sehr unübersichtlich, sehr unordentlich. Ich muss, wenn ich irgendwas ändere, es überall ändern. Was heißt, das Ganze klingt schon mal nicht so gut. Da klingt sowas wie beispielsweise eine Funktion zu erschaffen, die ein Circle-Objekt erschafft, deutlich angenehmer. Und das werden wir heute tun. Und zwar erschaffen wir uns hier eine Funktion, die heißt Circle. Einfach Kreis im Prinzip. Diese bekommt ein x, y und einen Radiuswert. Und damit können wir im Prinzip einiges anstellen. Allerdings wollen wir mit dieser Funktion ja nichts berechnen. Wir wollen kein Value zurückgeben oder irgendeiner Form eine Berechnung vornehmen, sondern wir wollen damit ein Objekt erschaffen. Was heißt, Circle ist im Prinzip ein Objekt. Und wir werden Dutzende Objekte erschaffen. Und in dem Moment, wo man viele Objekte erschafft, braucht man etwas. Und zwar in unserem Fall brauchen wir ein Array. Und dieser Array heißt Circles. Der ist aktuell am Anfang einfach leer. Wir definieren den hier oben als Circles mit diesen beiden eckigen Klammern. Und hier werden später unsere ganzen Circle-Objekte, die wir erstellen, hineingeschrieben und jedes individuell gezeichnet, bewegt, nach Collider-Detection überprüft im Prinzip oder was ihr sonst noch alles damit machen möchtet, beispielsweise Farbe ändern oder dass die Bälle sich gegeneinander abstoßen. Prinzipiell brauchen wir also für jedes dieser Objekte bestimmte Attribute. Diese definieren wir einfach mit sys.x und in unserem Fall sage ich jetzt einfach
das ist gleich x. Dann sys.y ist y und sys.radius ist Radius. Das heißt, ich weise jetzt im Prinzip unsere Variablen, die an die Funktion übergeben werden, an ja, interne, ja, objektbezogene Variablen aus. Und das Ganze ist sehr praktisch. Allerdings fehlt uns hier noch etwas. Und zwar haben wir jetzt zwar x, y und Radius, allerdings unsere Geschwindigkeit, unsere Velocity auf Englisch, fehlt uns. Deswegen brauchen wir natürlich noch eine vierte und sagen sys.velocity. Wie schreibt man das denn? Velocity. Wenn ich es falsch geschrieben habe, Entschuldigung dafür, mein Englisch ist nicht gut genug. Hier machen wir im Prinzip zwei Variablen, nämlich einmal x und einmal y. Und theoretisch können wir jetzt hier einfach sagen, das ist 2, und das hier unten ist ebenfalls 2. Allerdings, wenn man jetzt so ein bisschen überlegt, wäre es nicht viel cooler, wenn die Elemente sich unterschiedlich schnell bewegen? Was heißt, wir können doch da einfach wunderbar eine Random-Funktion bauen. Das machen wir jetzt. Und zwar sagen wir hier einfach Klammer auf, Klammer zu und sagen mass.floor, was heißt, wir wollen etwas berechnen und sagen hier, mass.random. Das heißt, wir wollen hier drin etwas berechnen. Und zwar unsere Geschwindigkeit. Und diese hat natürlich einen Min- und einen Max-Wert. Und das müssen wir leider etwas umständlich machen. Und zwar sagen wir mal, Klammer auf, unseren Min-Wert, beispielsweise 1, minus unseren Max-Wert, also unseren Max-Wert 2, minus unseren Min-Wert 1, plus 1. Und müssen das Ganze dann noch wieder addieren mit unserem Min-Wert, in unserem Fall 1. Das würde uns im Prinzip einen Wert zwischen 2 und 1 ausgeben, aber wir wollen mehrfach. Also wir werden jetzt nicht nur hier, sondern wir werden mehrfach im Prinzip Random-Funktionen brauchen. Was heißt, warum das Ganze nicht einfach auslagern? Und das ist eine gute Frage, das machen wir jetzt einfach. Und zwar gehen wir jetzt hier runter, irgendwo schön weit unten im Code und sagen einfach in einem Kommentar Random-Funktion. Hier sagen wir jetzt Funktion, sowas wie return random, Klammer auf, Klammer zu, und schreiben das hier rein und sagen hier oben einmal unseren ersten Wert min, max. Und das erste, was wir jetzt machen, ist hier diese Zahlen im Prinzip austauschen durch unsere Werte und so im Prinzip berechnen wir jetzt einen Random-Wert mehr oder weniger, einfach über hier unten so ein bisschen Mathe. Das nächste, was wir machen, wir returnen das. Durch diesen Befehl im Prinzip können wir diese Funktion hier, die wir hier uns erstellt haben, unsere Utility-Funktion, einfach hier oben einfügen und sagen jetzt hier beispielsweise -5, -5, 5 und 5. Was heißt, wir haben uns jetzt ein Objekt erschaffen. Aber wie können wir dieses Objekt, also wir haben es definiert, wir haben es noch nicht erschaffen und das müssen wir nämlich jetzt machen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass dieses Objekt, was wir hier erstellt haben, auch leben kann. Was heißt, wir brauchen eine weitere Funktion. Diese Funktion heißt createCircle. createCircle kann im Prinzip nicht sonderlich viel. createCircle wird uns jetzt einfach nur ein Circle erschaffen. Und dazu definieren wir als erstes eine Variable, nämlich die Variable r, die steht für Radius, und erzeugen ebenfalls hier eine zufällige Variable. In unserem Fall sollen die Kreise zwischen 20 und 100 Pixel groß sein. Das nächste, was wir brauchen, ist, wir schaffen uns einen neuen Circle. Und das machen wir mit Variable new Circle gleich und dann hier new Circle im Prinzip, dass wir ein wirkliches Objekt erschaffen. Und ihr seht jetzt hier schon, durch dieses Attribut new und Circle wird unser Funktionsname nicht blau wie eine Funktion, sondern gelb. Das heißt, wir erschaffen hier ein Objekt und keine Funktion im Prinzip. Und an diese Funktion müssen wir jetzt natürlich einiges übergeben, weil wir haben ja hier drei Variablen, die natürlich gefüllt werden möchten. Und das erste, was wir machen, ist, wir erschaffen uns noch mehr Random-Variablen. Und zwar sagen wir jetzt hier, wir wollen eine Random-Variable erschaffen für den x-Wert, wir wollen eine Random-Variable erschaffen für den y-Wert und wir wollen unser r, also unser Radius, den wir hier oben definiert haben, überprüfen. Aber jetzt fragen sich sicher einige, warum definiere ich denn für Radius eine extra Variable, wenn ich jetzt auch hier einfach einen Random-Wert hinzufügen könnte, um hier praktisch auch einen Random-Wert zu übermitteln. Das ist hier im Prinzip ein zusätzlicher Step. Und das ist wichtig, weil unsere Random-Variablen, die wir hier erschaffen, unsere Zahlen,
einen Nachteil haben. Und zwar in dem Moment, wo ich hier im Prinzip nur einen Wert übergebe, wie zum Beispiel hier einen Wert zwischen 20 und 100, würde nur in diesem Bereich hier oben irgendwo der Kreis erscheinen. Sonst auf der ganzen Seite würde es nicht möglich sein. Wir wollen aber einen Kreis erschaffen, der auf der ganzen Seite sein kann, aber niemals mit dem Radius außerhalb der Seite spawnt. Das ist einfach nicht gut und deswegen müssen wir im Prinzip dafür sorgen, dass unser x-Wert bei 0 beginnt plus den Radius. Was heißt, in dem Moment, wo wir ihn zeichnen, soll der Wert so viel größer sein, dass er hier auf unserer x-Achse niemals außerhalb des Bildes kommen kann, sondern dass es frühestens hier direkt drauf geht. Das nächste ist, wir sagen Canvas Width minus Radius, im Prinzip aus demselben Grund, dass unser Ball hier auf der Seite niemals außerhalb des Bildes reicht. Und das Ganze kopieren wir uns jetzt hier unten auch noch hin und sagen hier statt Width Height. Und das Ganze können wir jetzt so einfach speichern. Aber wie gesagt, es passiert jetzt noch nicht viel. Was heißt, wir haben hier oben ein Array definiert. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass unser Circle, den wir gerade erschaffen haben, auch irgendwie aufzurufen ist. Und das machen wir halt über diesen Array. Deswegen sagen wir jetzt hier Circles, also unser Array, den wir hier oben haben, Komma, also Punkt Push. Was heißt, wir wollen etwas hinzufügen. In unserem Fall unsere New Circle Variable. Und in diesem Moment haben wir im Prinzip ein Objekt unserem Array hinzugefügt. Und das Ganze wollen wir jetzt einfach mal testen. Was heißt, ich rufe diese Funktion jetzt einfach einmal auf, in dem Moment, wo die Seite lädt. Und hier drunter geben wir uns mit console.log einfach mal Circles aus. Also Circles.length. Und das Ganze machen wir auch hier drüber. Das Ganze speichere ich jetzt einfach mal ab. Ziehe mir die Konsole hier rein, aktualisiere und ihr seht hier, das erste Mal, wenn unser Console-Log ausgegeben wird, ist unsere Variable im Prinzip hier 0. Wenn das zweite Mal durchläuft, ist es 1, weil wir es zwei, also wir haben ein neues Objekt in unserem Array. Das nächste, was wir machen, wir können jetzt einfach mal 5 Objekte erzeugen. Ich speichere und ihr seht hier, es sind 5 neue Objekte erzeugt worden. Wir können jetzt aber noch viel mehr machen. Beispielsweise können wir uns ein Objekt erzeugen. Ups, Console.log. Wir erzeugen uns ein Objekt und möchten jetzt beispielsweise aus unserem Objekt etwas auslesen. Und ups, das müssen wir jetzt im Prinzip als erstes machen. Und unser Objekt soll im Prinzip ja hier unten in unserer Draw-Funktion aufgerufen werden. Aber wie können wir jetzt Objekte aufrufen in unserer Draw-Funktion? Und zwar geht das ganz einfach. Wir sagen einfach, ups, diese ganzen hier brauchen wir nicht mehr, können wir rauslöschen. Hier direkt unser Clear-Rectangle-Funktion sagen wir jetzt, okay, eine Vorschleife. Und zwar möchte ich eine Variable i, eine Zählervariable definieren. Und solange diese Zählervariable kleiner ist als im Prinzip als unser Circle-Array, also in dem Moment Circle.length, soll etwas passieren. Und zwar solange soll i wachsen, um weiter durchzulaufen. Und das nächste, was wir machen, ist, wir sagen jetzt unser Circle Array und das Objekt aus dem Array, was wir gerade durchlaufen, soll eine Funktion aufrufen. In unserem Fall einfach Circle Update. Was heißt, wir rufen in dieser Funktion im Prinzip jetzt hier auf, oh, brauchen wir gar nicht, wir rufen im Prinzip hier jetzt unser Objekt auf. Was heißt, wir gehen für egal wie viele wir erstellen, diesen Array durch und rufen jeweils dieses Objekt hier auf. In diesem Objekt haben wir aktuell nur Variablen definiert. Hier versuchen wir jedoch eine sogenannte objektbezogene Methode aufzugreifen. Das heißt, eine Methode, die nur in diesem Objekt existiert. Und die müssen wir jetzt erstmal definieren. In unserem Fall sage ich jetzt einfach sys.circleUpdate. Ups, das war falsch. Gleich Function muss das natürlich heißen. Und hier haben wir jetzt im Prinzip unsere Funktion, die wir hier unten aufrufen, die wir im Prinzip durch die Draw-Funktion 60 Mal pro Sekunde aufrufen, haben wir hier oben definiert. Und die soll uns was, also einfach was machen. In unserem Fall soll die einfach console.log ausgeben mit dem sysx-Attribut. Das heißt, das Ganze speichern wir ab, aktualisieren das Ganze mal, gehen in unsere Konsole und ihr seht hier schon, das läuft wunderbar. Das heißt, hier oben 4, 3, 8 ist unsere Variable. Jedes Mal, wenn ich aktualisiere, kriegen wir hier eine neue Variable zugewiesen. Das ist im Prinzip einfach, was sich verändert. Allerdings, Moment mal, unser Ball ist weg. Was heißt, wir sehen unseren Ball nicht mehr.
Wir sehen auch keinen Ball, der sich bewegt. Was heißt, wir brauchen noch deutlich mehr Funktionen, die unseren Ball bewegen, die berechnen, wie unser Ball sich verhält, also beispielsweise wie er abprallt und sonst alles, was mit dem Ball oder dem Circle zu tun hat. Dazu werden wir jetzt noch mehr Funktionen erstellen. Und zwar das erste, was wir jetzt im Prinzip brauchen, ist eine Move-Funktion. Unser Ball soll sich bewegen. Und das nennen wir einfach sys, circle move gleich function. Und unsere circle move function ist im Prinzip nichts anderes, außer das hier unten. Was heißt, wir haben hier unten unsere Bewegungsmethode im Prinzip ja schon geschrieben. Und wir müssen jetzt hier lediglich die Variablen, die wir hier haben, anpassen, dass sie nur für dieses, nur für dieses Objekt gelten. Und dazu kopieren wir uns hier einfach die Variablen sysx und sysy und velocity. Und velocity machen wir natürlich nicht nur das, sondern .x, damit wir auch diese Variable hier ansprechen. Und ebenfalls sagen wir velocity, sysvelocity y. Das heißt, okay, wir haben jetzt eine Funktion, die wir hier unten aufrufen. Beispielsweise, rufen wir hier unten auf, wie sich der Circle, also der soll sich updaten. Und das hier können wir rauslöschen. Und wie er sich updaten soll, sagen wir jetzt hier im Prinzip hier oben drin, indem wir diese Funktion nehmen und hier oben reinschreiben. Und zwar soll jetzt in dem Moment, wo, da sollten wir ein Semikolon natürlich noch hintermachen, in dem Moment, wo Circle Update aufgerufen wird, wird als erstes Circle Move aufgerufen. Was heißt, unser Circle bewegt sich etwas. Genau auf dieselbe Methode wie letztes Mal, einfach nur auf der X- und Y-Achse, auf so einer diagonalen Linie. Man könnte das natürlich jetzt noch ein bisschen verschönern, ein bisschen durch die Gegend schieben, dass es sich vielleicht auch auf der vertikalen oder auf der horizontalen bewegen kann. Hier kann man sich natürlich frei austoben. Was heißt, die Vektoren hier drin könnt ihr beliebig verändern, wie ihr möchtet. Natürlich brauchen wir noch mehr. Wir müssen natürlich auch unseren Circle irgendwie zeichnen. Das machen wir hier unten ja auch und das müssen wir auch hier oben machen. Und dazu brauchen wir eine Funktion, diese heißt einfach Circle Draw oder wie auch immer ihr sie nennen möchtet. Ich persönlich nenne diese ganzen Funktionen, die objektbezogen sind, immer mit dem Namen des Objektes im Prinzip hier vorne und dann, was sie eigentlich tun. Deswegen komme ich auf diese Namen im Prinzip. Und zwar nehmen wir jetzt uns einfach unsere Zeichenfunktion, die wir letztes Mal hier unten schon definiert haben, und copy-pasten die einfach hier oben rein. Weil im Prinzip machen wir nichts anderes. Das Einzige, was wir wieder ändern müssen, ist hier im Prinzip x auszutauschen, ist hier im Prinzip y auszutauschen und ist auch den Radius anzupassen. Wenn ich das Ganze jetzt speichere, würde immer noch nicht wirklich viel passieren. Allerdings kann ich jetzt hier nach im Prinzip unseren Circle schon einmal zeichnen. Das heißt, wenn ich das Ganze jetzt aktualisiere, haben wir hier einen Kreis. Aber dieser Kreis bewegt sich irgendwie noch nicht so wirklich. Was heißt, ich habe ihn zwar hier, aber er tut eigentlich nicht das, was er tun soll. Er wächst nicht. Er bewegt sich nicht wirklich und das ist nicht gut. Das sollten wir natürlich unbedingt noch irgendwie optimieren. Dazu kommen wir gleich. Und zwar müssen wir jetzt noch detekten im Prinzip, ob unser Circle irgendwo was trifft im Prinzip, bevor er sich bewegt. Also das sollte immer die erste Funktion sein. Und dazu machen wir jetzt im Prinzip Circle Collider. Einfach eine Collider-Funktion. Diese kann eigentlich auch nicht sonderlich viel, außer dass wir das hier unten, was wir hier sowieso schon haben, hier rauskopieren und uns hier oben reinkopieren und das Ganze anpassen. Was heißt, wir müssen auch hier ebenfalls alle x-Werte durch unsere Variable tauschen. Wir müssen auch hier alle y-Werte durch unsere Variable tauschen. Wir müssen die Velocity, also in diesem Fall die x-Velocity, ändern, damit sich das natürlich auch irgendwie bewegen kann und keinen Fehler hervorruft, was es normalerweise tun würde, weil wir ja keine Variablen dafür definiert haben. Und unseren Radius müssen wir natürlich ebenfalls hier unten anpassen. Was heißt, wir haben einfach nur die Variablen für diese Funktion, hier fehlt das, hier muss es hin, ausgetauscht, nehmen uns jetzt diese Funktion, schreiben die hier oben mit rein, zack, abspeichern, aktualisieren und unser Ball hüpft durch die Gegend. Aber wir haben aktuell nur einen Ball, was heißt, wenn ich hier klicke, kommt kein zweiter. Das Schöne ist, wir könnten theoretisch jetzt einfach sagen, wir erschaffen eine Vorschleife oder ich copy-paste jetzt einfach hier oben mal 10 Bälle hin, aktualisieren und zack, wir haben 10 Bälle, die alle schöne Sachen machen, die alle einzigartig sind und die wirklich jeweils ein eigenes Objekt darstellen. Das können wir auch ganz leicht überprüfen, beispielsweise wenn wir einfach hier unten mal sehen, die Vorschleife, können wir uns ja mal ausgeben lassen mit console.log. Geben wir uns jetzt einfach mal unser aktuelles Circle-Objekt aus,
gehen hier einfach mal mit Untersuchen rein, gucken uns unsere Konsole an, starten das neu und ihr seht hier im Prinzip, dass jeder Circle andere Werte besitzt. Kein Circle ist wie der, ja, in Klammern, Neben-Circle mehr oder weniger. Und ihr könnt hier unendlich viele Variablen übergeben, beispielsweise Farben, Formen, verschiedene andere Attribute oder Lebenszeiten. Man kann sie auch irgendwann einfach löschen. Dieser Circle bewegt sich aus dem Grund nicht, weil er einfach eine Velocity von 0 hat. Absolut möglich, weil wir im Prinzip das nicht ausgeschlossen haben. Wir haben einen Wert zwischen minus 5 und 5, kann halt auch 0 sein. Deswegen bewegt er sich einfach nicht. Wenn ich den neu lade, ist er weg, er bewegt sich wieder. Deswegen, hier könntet ihr natürlich auch die 0 ausschließen und neu auslosen, bis es dann wieder keine 0 ist im Prinzip. Für unseren Zweck reicht das aber völlig. Das Einzige, was wir jetzt noch machen können, ist im Prinzip das hier oben ein bisschen zu verschönern, und zwar mit einem Klick. Was heißt, in dem Moment, wo ich auf den Canvas klicke, soll etwas passieren. Und zwar sage ich jetzt hier unser Canvas-Element, sage ich einfach nur Punkt, Add Event, Listener, Klick, soll eine Function ausgelöst werden. Und zwar soll im Prinzip einfach nur unsere Function createCircle ausgelöst werden. Und das Ganze sollte jetzt wunderbar funktionieren, wenn ich das neu lade. Ich klicke hier rein, ich erschaffe einen neuen Circle mit einer random Größe, einer random Position. Ich kann hier drin rumklicken und erschaffe unendlich viele wunderbare kleine Elemente. Das Ganze kann man natürlich noch beliebig erweitern, verfeinern, anpassen, aber es sollte die Grundlage dafür ja erschaffen im Prinzip, was ein Objekt in JavaScript ist. Weil mit diesem Grundwissen, was ein Objekt darstellt, kann man eine ganze Menge machen und wir werden es in Zukunft auch für viele, viele Videos brauchen. Also schreibt einfach mal unter das Video im Prinzip, was euch gefällt, was ihr gerne sehen würdet, zu beispielsweise dem Canvas-Tag. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen habt, up-to-date bleiben wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr Twitter, Instagram, Facebook und so weiter. Schaut dort einfach mal vorbei. Ansonsten, wenn ihr diesen Channel unterstützen möchtet, findet ihr dort auch Amazon Affiliate-Links, wo ihr eventuell was kaufen könnt, um diesen Channel etwas zu supporten. Ansonsten geht es nächste Woche weiter mit einem neuen Video. Bis dahin viel Spaß beim Nachmachen und bis bald. Ciao.